Hallo Freunde, heute bin ich zu Besuch bei Herrn Gerd Kommer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das tolle Interview. Er ist ja spezialisiert auf den Aktienmarkt, ETFs, Sparpläne und solche Geschichten. Und jetzt fragen wir ihn einfach mal, warum präferieren Sie denn Aktien und ETFs gegenüber Immobilien? Was ist da so der Grund? Gut, also mein persönlicher Background ist halt im Kapitalmarktbereich. Ich habe BWL studiert und dann war ich fast 25 Jahre bei Banken tätig. Habe dann irgendwann mal, schon vor 20 Jahren, als ich noch im Bankmanagement tätig war, angefangen, mich hobbymäßig zu beschäftigen mit Geldanlage für Privatanleger, aber wissenschaftlich orientierte Geldanlage. Ja. Nicht so, wie es die Banken empfehlen, Lebensversicherungen, Bausparverträge und solche Dinge. Und aus diesem Hobby entstanden dann mehrere Ratgeberbücher. Eins, das halte ich mal jetzt einfach in die Kamera, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, die im Laufe der Jahre dann in neuen Auflagen erschienen. Und aus diesem Hobby ist dann vor 2-3 Jahren auch ein Business, ein Beruf geworden. Mhm. Ich habe mich selbstständig gemacht hier in München mit einer Vermögensverwaltung. Und wir haben privat, also unsere Mandanten sind Privathaushalte, Privatkunden, die schon relativ wohlhabend sind. Ja. Und wir helfen ihnen, ihr Geld zu investieren in den Kapitalmarkt. Das heißt primär Aktien und Anleihen. Okay. So, jetzt haben wir ja auch viele junge Zuschauer, die fragen sich sicherlich, wie kann ich das adaptieren? Denn bei Ihnen ist ja die Einstiegsschwelle nicht so gering. Bei 500.000 Euro geht's los. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte mal mit 10.000 Euro anfangen oder vielleicht einen monatlichen Sparplan einrichten, wie kann man sich dann an Ihre Expertise wenden, ohne jetzt 500.000 Euro irgendwo zusammenzukratzen? Das ist ganz einfach. Sie kaufen eins von meinen Büchern. Jetzt mache ich das schon wieder nächste Werbung. Das ist das Einsteigerbuch. Das ist sogar recht neu. Das kam vor ungefähr einem Dreivierteljahr raus. Links dazu packen wir unter das Video. Ja. Souverän investieren für Einsteiger. Also wenn jemand wenig Erfahrung hat und keine Vorbildung hat in Bezug auf Kapitalmarktanlagen, also Aktienanleihen, dann ist eigentlich dieses Buch richtig. Und sind ETFs, Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds, ideal für so eine Person? Warum? Erstens mal ist das ein sehr, also trotz des Namens ETF, das klingt erstmal abstrakt und kompliziert, aber es ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Anlageprodukt. Es ist also ein Indexfonds, der einen Aktienindex, zum Beispiel den DAX, repliziert. Ganz, ganz easy. Und da muss ich nicht Bilanzen verstehen oder untersuchen und analysieren von Unternehmen. Ich muss mich eigentlich kaum mit tagesaktuellen Nachrichten, die Börse, was ist gestern passiert, was soll morgen passieren, mit all dem muss ich mich eigentlich nicht beschäftigen, sondern ich investiere mein Geld einfach breit gestreut in den Aktienmarkt und in den Anleihenmarkt zu sehr geringen Kosten auf einer Buy-and-Hold-Basis und kann damit am sozusagen weltwirtschaftlichen Wachstum teilhaben und werde sicherlich auf lange Sicht deutlich mehr verdienen als mit einem Sparbuch. Und das mit ganz geringem Aufwand. Also ich kann mich letztlich auf mein Leben konzentrieren, nämlich auf meinen Beruf, meine Familie, meine Hobbys, auf Spaß im Leben und brauche nicht Abende und Wochenenden vor der Kiste, also vor der Internetkiste verbringen und mühselig zum Beispiel Jahresabschlüsse und Bilanzen von Unternehmen analysieren oder den Wirtschaftsteil der Zeitung lesen. Ist alles nicht nötig. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den MSCI World als Beispiel nehmen, wenn man da einsteigt, dann ist das Risiko ja schon relativ überschaubar. Aber wie schaut es denn aus mit einem Broker zum Beispiel? Wenn man jetzt irgendeinen Online-Broker wählt und da geht mal insolvent in der Krise, sieht man dann sein Geld wieder oder ist das weg? Ist eigentlich kein Problem, erfreulich. Warum? Der Broker, also die Direktbank, der Online-Broker, der ist für ein Wertpapierdepot, in dem Sie Aktien, Anleihen oder Fondsanteile, also auch ETF-Anteile halten, nur eine Verwahrstelle. Das ist ganz wichtig. Das ist anders wie bei einem Bankkonto. Wenn Sie 50.000 Euro auf ein Bankkonto tun oder sagen wir mal jetzt 250.000 Euro, das passt besser für mein Beispiel, was ich gleich erläutern werde, und die Bank geht pleite. Was also ohne weiteres passieren kann und in den letzten 100, 200 Jahren auch in Deutschland und in anderen Ländern vielfach geschehen ist. Also vor 10 Jahren sind über ein Dutzend Banken in Deutschland pleite gegangen während der Finanzkrise. Und auch in den letzten Jahren ab und zu mal eine. So, und wenn Sie Geld auf einem Sparbuch haben oder Tagesgeld, Termingeld
und so weiter und Ihre Bank geht pleite, dann stehen Sie im Prinzip erstmal im Regen. Mhm. Sie haben der Bank Geld geliehen, die Bank geht pleite, sehen Sie Ihr Geld wieder. Schwierig. Okay, es gibt staatliche Einlagensicherungen und private Einlagensicherungen und hoffentlich geht das nochmal gut. Bei 250.000 ist es schon nicht so ganz sicher, weil nur 100.000 Euro, die ersten 100.000 Euro vom Staat garantiert werden. Also pro Bank oder insgesamt? Pro Bank. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bank ein Konto hätten, Deutsche Bank geht den Bach runter, Sie haben 250.000 Euro drauf, dann kriegen Sie nach dem deutschen Einlagensicherungsgesetz 100.000 Euro definitiv vom Staat ersetzt. Aber die anderen 150.000 Euro, das ist nicht so klar, was damit geschieht. Sie könnten noch mal Glück haben, wenn das private Sicherungsnetz der privaten Banken, zu dem auch die Deutsche Bank gehört, genug Geld hat, um den Konkurs der Deutschen Bank abzufangen. Aber es könnte auch schief gehen. Also mit anderen Worten, 150.000 von Ihren 250.000 stehen so im Grunde genommen im Feuer. Dann teile ich es lieber auf drei Banken auf. Genau, dann hätten Sie das Problem nicht. Wenn alle drei bei allen dreien haben Sie ein Guthaben von unter 100.000 Euro in dem Beispiel. So, aber wenn Sie jetzt ein Wertpapierdepot haben oder Fondsanteile, ETF-Anteile, dann ist es komplett anders, tutto completo. Sie haben 300.000 Euro ETF-Anteile im MSCI World gekauft für 300.000. Die Bank geht pleite. Was passiert? Gar nichts. Die Bank ist nur eine Verwahrstelle. Das ist so ungefähr, werden die einfach übertragen, wo ich sage. Also wenn Sie einen Goldbarren, als Analogie, Sie mieten ein Schließfach bei der Bank, tun Ihren Goldbarren da rein. Die Bank geht pleite. Was geschieht mit Ihrem Goldbarren? Gar nichts. Das ist immer noch, war vorher Ihr Goldbarren, ist nachher Ihr Goldbarren. Die Bank war nur eine Verwahrstelle. Das ist bei einem Depot so, bei einem Wertpapierdepot und ist bei einem Schließfach so. Also dann kann der Gläubiger nicht kommen und das Schließfach ausräumen. Also der Depotinhalt gehört immer Ihnen. Ah. Der fällt nicht in die Konkursmasse der Bank. Wenn Sie aber ein Girokontoguthaben oder ein Sparguthaben haben, dann leihen Sie der Bank Geld. Und wenn Ihr Schuldner umfällt, könnten Sie ein Problem haben. Das ist der große Unterschied. Okay, das ist ja interessant, gut zu wissen. Das war mir jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst und ich hatte schon Angst. Irgendwie so langfristig, wenn man da so überlegt, wenn es einfach weg ist, das ist schon krass. Ja. Schon krass. Und bei Aktien, top. Noch eine Frage und zwar, vorhin haben wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wie viel Geld muss man denn zum Beispiel bei Ihnen investieren, damit man von den Einnahmen leben kann, ohne irgendwas dafür zu tun? Ja, da muss ich so ein bisschen à la Radio Erivan antworten. Es kommt drauf an. Ne? Also es kommt nämlich drauf an, was Ihr Lebensstandard ist. Ne? Sagen wir mal, jemand braucht 50.000 Euro im Jahr zum Leben. Davon kann man in den meisten Regionen in Deutschland ganz gut leben, netto. Ja. Ja, aber in anderen Regionen, wie zum Beispiel hier in dieser Stadt in München, kann man jetzt mit 50.000 Euro im Jahr nicht unbedingt leben wie Krösus. Ne? Da muss man sich schon ab und zu mal ein bisschen einschränken, weil allein schon Immobilienkosten, ob ich jetzt kaufe und das dann finanzieren muss oder ob ich miete, schon alleine Immobilienkosten sind sehr viel höher hier als anderswo. So, aber jetzt unterstellen wir mal 50.000 Euro, dann brauchen Sie, wenn Sie ganz realistisch sind und nicht träumen und im Bereich des Wunschdenkens sich bewegen, wo wir ja auch uns alle gerne aufhalten, ne, uns die Welt schön denken und schön wünschen, dann brauchen Sie wahrscheinlich realistisch, wenn Sie kein Risiko, dass Sie tatsächlich sozusagen nach 10, 20 Jahren dann doch ohne Geld dastehen, weil Ihnen das ausgegangen ist, sicherlich über 1 Million. Über 1 Million. Also das ist ein weites Thema, mit dem befassen wir uns auch in unserem Business. Was ist sozusagen so eine nachhaltige Entnahmerate? Der englische Terminus Safe Withdrawal Rate, also wie viel Geld brauche ich, wenn ich einen bestimmten Lebensstandard haben möchte, um diesen Lebensstandard zu finanzieren und dabei auch eine gewisse Sicherheit haben möchte. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass ich sage, ja, so, das sollte eigentlich klappen, das sollte gut gehen, ne? Aber es darf nichts dazwischen kommen. Also das ist ja für eine, sagen wir mal, Sie sind Familienvater, haben drei Kinder und eine Ehefrau und die alle wollen nicht arbeiten und von dem Vermögen leben, passiv Einkünfte beziehen. Eine Null an die Million dranhängen wahrscheinlich. Das sowieso, aber was eben dann nicht passieren darf, ist, dass Sie nach 20 Jahren plötzlich ohne Cash dastehen. Ja. Ne? Weil dann sind Sie vielleicht zu alt, um zu arbeiten oder
haben sich inzwischen aus dem Arbeitsmarkt herauskatapultiert. Ja. Also es muss auch irgend so eine Margin of Error da sein, also ein Sicherheitspuffer. Ne? Es darf nicht nur einigermaßen sicher klappen, es muss sehr sicher klappen. Okay, jetzt habe ich dann noch eine Frage, wenn es denn sicher klappen soll. Das ist dann natürlich nicht so einfach, jetzt mal 1 Million sich irgendwie zur Seite zu legen. Sie haben natürlich auch Einblicke auch durch Ihre Erfahrung, mit welchen Branchen das möglich ist. Was würden Sie denn empfehlen, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt einen aktiven Vermögensaufbau betreiben, um langfristig von meinem ETF-Portfolio leben zu können? Welche Geschäftszweige sind denn da am lukrativsten in dieser Hinsicht? Also, wenn man das jetzt mal so ein bisschen bildhaft und sehr vereinfacht und plastisch ausdrücken möchte und das umformuliert in die Fragestellung, wie werde ich Millionär? Ne? Also ob das jetzt 1 Million ist oder 2 Millionen. Also wir haben ja gerade gesehen, von 1 Million jetzt 50 Jahre lang zu leben, bedeutet sich einschränken müssen. Ne? Ja. Oder für viele Menschen jedenfalls. Also wie werde ich reich, wirklich reich? Wo immer, wie immer das definiert ist. Also das, 1 Million ist nicht wirklich reich aus meiner Sicht. Ne? Die Antwort darauf ist... Bei Ihnen aus Ihrer Sicht? Ich kann es nicht so genau sagen, aber ich denke mal, unter 3-4 Millionen Nettovermögen kann man nicht von wirklich reich sprechen. Ne? Und wenn Sie Larry Ellison, der Eigentümer von Oracle, dieser Computerfirma, Softwarefirma, fragen, ne, der hat extrem, extrem aufwendigen Lebensstandard. Ich glaube, der hat 3 Yachten, jede kostet 200-300 Millionen. Mhm. Ein Boot, davon hat er 3, glaube ich. Der würde natürlich lachen, wenn ihm jemand sagen würde, ja, mit 3 Millionen ist man reich. Ne? Ja. So, also das ist ein bisschen subjektiv, aber jetzt sagen wir mal halt einfach 3 Millionen, da ja. Fängt es an, interessant zu werden. Und wie komme ich zu diesen 3 Millionen? Dann sage ich Ihnen, da bin ich glaube ich nicht der Einzige, der das so sieht, da kommen Sie mit einiger Wahrscheinlichkeit überhaupt nur hin, wenn Sie Unternehmer werden. Sie müssen unternehmerisch tätig sein. Welche Branche, das ist eine andere Frage. Das muss nicht Immobilien sein, wie bei Ihnen. Sie können auch ein Schuhgeschäft, ne, oder ein Zeitungskiosk aufmachen, aber oder Software entwickeln oder wie auch immer. Ohne unternehmerische Tätigkeit, mit all ihren Risiken, mit all ihrem Stress, ne, und Stress bedeutet, also da muss man ordentlich ranklotzen, wahrscheinlich für ein paar Jahre, arbeitsmäßig, und man hat nicht unbedingt eine 38-Stunden-Woche, und am Wochenende kann man machen, was man will und abschalten, und es geht erst wieder Montagmorgens um 9 los oder so. Nee, bei einem Unternehmer ist das Wochenende auch irgendwo Teil der Arbeitszeit in den meisten Fällen, zumindest in den ersten 20, 30 Jahren. Und also langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube, um wirklich reich zu werden, muss man Unternehmer werden. Und die sogenannte Reichtumsforschung, Sie hatten ja auch schon mal zum Beispiel den Herrn Zittelmann bei sich im Interview, den ich auch gut kenne, der hat auf dem Gebiet ja geforscht, und er ist nicht der Einzige. Die Reichtumsforschung sagt ganz klar, wer wirklich reich werden will, muss Unternehmer werden. Ja. Erben, das können Sie nicht kontrollieren, das wäre eine andere Möglichkeit, reich zu werden unter Umständen. Also können wir gleich mal vergessen, Lotto spielen, das machen aus meiner Sicht nur die Dummen. Das ist wie jeden Tag 2 Schachteln Zigaretten verblasen. Passiert einfach nichts. Bringt auch nichts. Und Gehaltsmillionäre gibt es auch kaum. Erstaunlich wenig. Und die paar, die in der Zeitung stehen, die DAX-Vorstände und so weiter, das ist natürlich so eine Art Creme de la Creme. Ob die wirklich Vermögensmillionäre sind, sei mal dahingestellt, das weiß man nicht. Die verdienen vielleicht 1 Million im Jahr oder sogar mehr, einige Jahre hinweg. Aber da draußen gibt es in Deutschland und im Rest der Welt Tausende, Hunderttausende, Millionen kleine Mittelständler, also oder Kleinunternehmen, die ganz unauffällig, keine Ahnung was, eine Autowerkstatt betreiben oder irgendein Business, ein Architekturbüro, und die sind Millionär. The Millionaire Next Door, das ist ein Buch, amerikanisches Buch, das man nur empfehlen kann. Das sind also Leute, wird auch verlinkt. Ja, die, die nicht aussehen wie Millionäre, aber sie sind es. Ne? Und
Viele von denen sind selbstständig. Ja. Und also die Chance, Millionär zu werden, das war Ihre Frage, die wird sicherlich am höchsten sein, wenn man unternehmerisch tätig wird. Aber es ist natürlich keine Garantie zum Reichtum. Ja gut, dann kommt es natürlich darauf an, wo seine persönliche Passion liegt. Ich denke, unternehmerisch kann man in jedem Bereich Millionär werden, aber wahrscheinlich werden Sie in eine andere Richtung einschlagen wie ich, weil wir uns einfach unternehmerisch für unterschiedliche Sachen konzentrieren. Also ich glaube, Unternehmer kann man sowieso nur auf einem Gebiet werden, das einen wirklich interessiert, für das man so brennt, ne? Nicht unbedingt lichterloh, aber zumindest ein bisschen und man kann nicht sich zwingen, zu irgendwas 20, 30 Jahre hart arbeiten da oder wenn man Glück hat, sind es nur 10 Jahre harte Arbeit. Mhm. Viel weniger wird es nicht sein, ohne dafür eine gewisse Leidenschaft zu haben. Also es wird auch mit Leidenschaft schwierig werden. Aber möglich. Möglich auf jeden Fall. Ne? Okay. Jetzt noch abschließend die Frage würde ich Ihnen gerne stellen. Was halten Sie denn konkret von Immobilien dann als Kapitalanlage? Also Immobilien sind selbstverständlich ein Weg, Vermögen zu bilden und für viele der interessanteste und der naheliegendste. 45%, glaube ich, aller deutschen Haushalte leben in einer selbstgenutzten Immobilie. Sogar die muss dann natürlich richtig finanziert sein. Genau, ja. Da kann man auch einiges richtig und einiges falsch machen. Man kann natürlich auch gewerblich mit Immobilien reich werden, also als gewerblicher Immobilieninvestor oder als Makler oder wie auch immer. Und man kann vielleicht etwas realistischer mit Immobilien seine Altersvorsorge regeln. Also mit anderen Worten, das ist so ein bisschen mein Mantra, verhindern, dass man arm stirbt. Also der Sinn und Zweck von Geldanlage oder Vermögensanlage im weitesten Sinne, ob es jetzt in Immobilien ist oder in Kapitalmarktanlagen oder in Gold oder was auch immer, Matchbox-Autos oder Kunst, ist erstmal nicht arm zu sterben. Das wird manchmal vergessen, weil es sehr unsexy klingt oder sogar deprimierend klingt. Es klingt halt nicht wie in 7 Jahren Millionär. Ja. So ein Quark glaube ich nicht. Das Ziel für normalen Menschen, für Otto-Normalverbraucher, muss sein, erst einmal in Bezug auf Vermögensanlage, Geldanlage, Immobilien nicht arm zu sterben. Die Hürde muss ich erstmal überspringen. Nicht mit 40, 50, 60, 70 aufzuwachen, wenn ich entweder aufhören möchte zu arbeiten oder aufhören muss, weil ich gesundheitlich nicht mehr arbeiten kann oder aufhören muss, weil ich war bei irgendeinem Großunternehmen tätig und die sind jetzt am Ende, gehen pleite. Ne? Ich bin 58, finde keinen anderen Job mehr. Ne? Also entweder will ich aufhören zu arbeiten oder ich muss oder ich bin 67, da ist sowieso dann für Angestellte eigentlich gesetzlich der Ofen aus. Ich könnte noch freiberuflich selbstständig weiterarbeiten, aber nicht mehr als Angestellter eigentlich. So, und an der Stelle muss einfach gewährleistet sein, dass ich meinen Lebensstandard, an den ich mich gewöhnt habe in den letzten 10, 20 Jahren, dass ich den nicht senken muss, nicht einschränken muss. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich, noch schöner ist es, wenn ich dann sagen kann, okay, jetzt der goldene Herbst oder ich kann es jetzt wirklich krachen lassen, ne? Ob ich wie gesagt schon mit 30 aufhöre zu arbeiten oder mit 50 oder eher mit 65 wie die meisten Menschen. Auf keinen Fall sollte eben geschehen, dass ich dann meinen Lebensstandard senken muss gegenüber dem Level, an den ich gewöhnt bin. Mhm. Und schön wäre es, wenn man dann sogar noch sich das ein oder andere extra gönnen könnte, zum Beispiel Ferienhäuschen in der Toskana oder sowas. Ne? Ja. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das erste Ziel. Nicht, reicher als die Geissens. Nee, also das ist alles. Also diese Art von schnell reich, das finde ich einfach lächerlich. Okay. Alles klar. Dann vielen Dank, Herr Kummer, für das Teilen Ihrer Expertise. Gerne. Und dass vielleicht auch ein paar jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden, weil so einfach, wie es doch manchmal verkauft wird, ist es dann doch nicht. Aber auch nicht unmöglich. Vielen Dank und Ihnen weiterhin viel Erfolg.